Halli und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist am Mittwoch. Jetzt wird es dunkel, ha? Siehst du was? Ja, ich sehe dich noch. Okay. Oder ich sollte jetzt, was soll ich sagen? Ein Kumpel hat von mir gesagt, ich muss eine andere Begrüßung machen. Yo, yo, meine Freunde. Habe ich jetzt gemacht? Nee, machen wir nicht. Ja, bei uns hat es sich immer noch nicht gebessert. Wir haben immer noch ein bisschen zu tun. Wir suchen auch, glaube ich, mittlerweile jemanden fürs Lager. Die Woche haben wir platt gemacht. Touareg 7P. Sieht auch finster aus, das Ding. Touareg 7P aus 2013. Aber knapp 120 runter, aber Motoren so, alles fit, steht hier vorne. Mhm. Aber ganz schön eingeplankt, das Ding. Ja, ist schon dolle angeeckt. Aber wie habe ich mich denn gemacht beim Film? Ja, das ist gut. Ja, das nächste Mal muss ich schon mal üben. Ja, kann man gar nicht. Jo, wie gesagt, der ist schon ein bisschen dolle angeeckt hier. Seite komplett weggerissen. Die meisten Leute haben es gar nicht erkannt, was es ist. Aber Motor lief noch. Bis zum Ausbau. Brutal, oder? ja. Der Kindersitz ist ein bisschen doof. Nee, der Kindersitz ist von der anderen. Da haben wir die Isofix-Dinger noch gebraucht. Das ist nicht zu dem Auto. No. Aber ansonsten, wie gesagt, den machen wir jetzt Platz. Am Ziel wie seinem Golf geht es auch weiter am R32. Mhm. Da haben wir jetzt angefangen. Da gibt es ja bald, machen wir bald mal ein einzelnes Video zu, oder? Ja, wenn es anbietet. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht, Andi, was hatten wir? Was hast du denn gesagt? Was hatten wir letzte Woche schon alles da? War der GDI schon da? Der schwarze, ja, aber nicht der rote dort hinten. Das ist kein GDI, das rote hinten ist Scirocco. Ach, Scirocco? Genau, dann haben wir noch reingekriegt A6 4G Facelift. Mhm. Ist leider völlig klar, ist nur wirklich für Einzelteile. Also wenn jemand Facelift-Rückleuchten, Facelift-Schussschanger braucht, das habe ich noch da. Und eine Rücksitzbank mit Sitzheizung ist auch da. Mhm. Den machen wir nächste Woche auseinander hier. Hier ist aber nicht viel zu holen. Dann haben wir gekriegt E-Klasse, E350 CDI. Mhm. Mit eigentlich einer coolen Ausstattung. Schwarzer Himmel und Leder-Alkatze. Leder-Alkatze hier. Hier ist aufgerissene Bild. Ah, das kann man aber auch hier lassen. Und hier oben ist schwarzer Himmel schön. Mhm. Eigentlich auch ein geiles Ding. Der läuft noch, der Motor. Also, wie immer, 350er Dieselmotor, geht immer weg. Den haben wir reingekriegt mit Alu vorne hinten. Ein bisschen angeeckt. Würde ich halt auch gerne komplett verkaufen, wenn den keiner holt. Was ich mich wundere, dass Kinder den Jaguar holt. Aber ich glaube, ist ein bisschen speziell. Das kriegst du nicht so schnell verkauft. Und dann haben wir noch den RSQ3 immer noch da. Der war jetzt bei jemandem mal angucken, aber mal gucken, was da passiert. So, jetzt pass auf. Ich war gar kein Fan von den Dingern. Also ich bin immer noch kein Fan. Fan ist was anderes, aber ich fahr mal ein Stück vor. Würdest du dir nie von alleine kaufen? So, jetzt pass mal auf. Komm mal her. Das Ding ist aus. Alt. Aus 2010. Na? Hat er noch das tolle Navi oder sowas? Das Navi ist der allerletzte. Aber ansonsten, oder? Ja. Jaguar XF hat 220 kW Diesel. Mhm. Ich denke, das fährt richtig ordentlich, so ein Ding. Hat beledertes Armabrett, belüftete Sitze. Rückfahrkamera, Xenon, Riesenbremse, also eine für einen Diesel wirklich große Bremse. Die Sitze sind geil. Ich war wirklich positiv überrascht. Groß ist es von innen. Mhm. Und es ist nicht so scheiß verarbeitet. Das ist, glaube ich, nur ein Ford, ein Mondeo mit anderer Front. Aber so scheiß ist das Ding gar nicht, finde ich. Und hier, pass auf, Spielerei, ist was für mich. Ups. Ups. Guck, eine Spielerei für dich. Ne, hier ist genauso geil.
Hast du gesehen? Pass auf. Achso, er fährt hoch und runter. Hm. Ja, brauchst du ein Loch im Kopf, aber cool, oder? Mhm. Hat 200 und runter. Mhm. Na, werden wir auch schlachten, das Ding. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Markt gibt für die Teile, aber. Hä? Oh. Ich darf das nicht kommen sehen hier. Ja, der fährt bis leider nicht mehr hoch. Das war, das hab ich schon. Muss das hochfahren, ne? Nee. Schön wär's ja, wenn alles andere so hoch und runter fährt. Ja, also das Navi ist nicht so geil. Aber ansonsten war ich wirklich überzeugt von meinem kleinen Jaguar hier. Ja, dann haben wir. Der hat hier vorne halt ein bisschen eine Klatsche, aber ansonsten Motorteil. Also ist auch komplett Checkheft gepflegt, der Ofen. Mhm. Große Plastikabdeckung, ne? Hm. Hier ist auch nicht drunter wahrscheinlich. Nee, die so fest. Ich mach's wieder kaputt. Ich kenn mich doch. Den haben wir gekriegt und dann haben wir noch gekriegt einen Scirocco. Aber momentan, wie gesagt, momentan ist es noch schwierig mit den Polen, die sind alle ein bisschen langsam. Aber das wird schon wieder bald losgehen. Haben wir noch gekriegt Scirocco. Ich mach vorne auf erstmal. 2 Liter TSI. CCZ-Motor. Aus 12. Nee, ist gar kein CCZ. Oder ist doch? Mit rot lackiert, das ist wichtig. Kriege ich das jetzt auf den Kopf? Stimmt. Doch, das ist CCZ-Motor. Oh, hier mit Glensi lackiert und einen drum dran. Und das Ding hat nur Sache und Scheibe, pass auf. Der hat runter. Der hat bestimmt keinen Strom. Jo. Unter 100. Ich glaube 80 oder sowas runter, hat schon DAB, hat hier das große, hat hier das RNS 510 mit diesem ganzen, ach, da gibt es halt verschiedene Versionen, auf jeden Fall das, ist da schon das neue DAB drin. Chronisch kontrolliert, ob was Schönes. Was manche Leute so im Auto liegen lassen haben. Ja, schwarzen Himmel hat er, Teilleder. Sitzheizung. Dann hat er schon dieses große FIS, abgeflachtes Lenkrad, ohne Schaltwippen wegen Schalter. Anklappbarer Spiegel hat er. Das Facelift einfach rückleuchten, ich glaube ja. Ah, genau, von hinten sehen die Belange aus. Genau, Stoß schon hinten alles ganz. Also wie gesagt, der wird als nächstes oben mit unterlegt. Wenn da jemand was braucht, Bescheid geben. Und ihr könnt auch Bescheid geben, wenn ihr eine Dingstechnik braucht. Eine 5-Zylinder-Technik, was kommt denn jetzt? Thorsten, sag hallo in die Kamera. Hallo. Genau. Ja, ansonsten. Andi, erzähle. Soll ich erzählen? Wann machen wir. Erst hier dauert halt alles noch, die beiden Autos fährt, die sind immer noch nicht fertig. Ich würde halt gerne mal wieder andere Videos machen, aber momentan haben wir es noch nicht geschafft. Wir wollen jetzt auch wieder bei ein paar Leute besuchen fahren, aber bei den meisten sind die Autos noch nicht fertig oder ich schaffe es einfach auch noch nicht, hier loszurammeln. Sobald das wieder losgeht, sagen wir Bescheid. Ja. Aber wir machen jetzt erstmal wieder nur mittwochs, oder? Ja, such mal. Anders schaffen wir es nicht. So, was haben wir noch? Was kriegen wir noch die Woche für Autos? Ein A4 2 Liter TSI 8K. Mit Motorschaden, aber Quattro. Mit Teilleder und Facelift, wenn da jemand was braucht, komplettes Auto. Dann Porsche Cayenne 7P, oh, deutliches Hoppeli, aber es müsste ein GTS sein, hat V8 auf jeden Fall. Dann einen, ich habe heute noch ein Auto gekriegt. Fällt mir gar nicht mehr ein. Ah, Passat 3C. Limousine, V6, Highline, ja. Ja, muss nicht sagen. Ja, das Fahrzeugteile an Schönberg, hallo. Hallo jetzt. Wie viele Runden kann man schon Go-Kart fahren? Einige. Ein paar sind es, ja. Ansonsten wollten wir irgendwann noch auf deine Wartburg-Limousine, wie heißt das? Ja,
was jetzt? Mein Touristen, was wir letztes Mal hatten, oder meine Limousine, die rote? Die rote Limousine wollten wir noch machen. Das hat sich immer noch keiner gemeldet wegen dem A6 und keiner gemeldet wegen dem Klappfix. Das muss weg. Kauf das. Andi braucht Geld. Der ist junger Papa, der braucht Kohle. Ansonsten haben wir gar nicht viel da, hä? Nö. Also wir haben schon viel da, aber wir haben jetzt so gesammelt. So müssen wir das mal alles kaputt machen. Also wenn jemand Teile braucht, oder wenn jetzt jemand sagt, er braucht unbedingt jetzt einen CCZ-Motor, oder er braucht jetzt unbedingt einen 5-Zylinder, oder er braucht jetzt einen 350 CDI-Motor, oder er braucht jetzt eine Radschraube vom A6, oder irgendwas, sagt Bescheid, machen wir alles. Ja? Sollte alles klappen. Ansonsten gibt es die Woche nicht viel zu erzählen. Nächste Woche gibt es mehr zu erzählen. Du machst noch ein bisschen Pörnchen, oder? Lass noch ein bisschen durch. Stimmt das auch? Hera, Hermes, Icarus, Na, Narcissus, Medusa, Epasos, Asha, la, Susus, Minerva, Incubibus, I love it when you kiss this. Aphrodite, Ventus, Caos, Dionysus, Hera, Hermes, Icarus, Na, Narcissus, Medusa, Epasos, Asha, la, Susus, Minerva, Incubibus, I love it when you kiss this.